Und jetzt hier im Frühcafé live, liebe Zuschauer, präsentieren wir Ihnen einen Mann, der beherrscht sowohl die Musik als auch den Humor. Und das Ganze wird dann vereint zu einem kabarettistischen Ganzen, würde ich mal ungefähr so sagen. Daniel Helfrich, guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Kann ich das so sagen? Also du bist ja Profimusiker als auch eben Comedian, ne? Ja, wobei es mir ja auch in die, ist eine Mischform zwischen Comedy und Kabarett, was ich mache. Aha, du unterscheidest also nochmal zwischen Comedy und Kabarett? Ja, schon. Also schon, man muss schon zuhören, diese Wortspielereien, die ich halt mache auch. Ist nicht so typisch Comedy, ist eher ein bisschen klassischer, genau. Auch, ne? Ja. Du hast ja schon dicke Dinger geleistet, also Trierer Comedy Slam gewonnen, Quatsch Comedy Club Auftritte gehabt, aber eben auch als Musiker auf Kreuzfahrtschiffen in der AIDA-Linie unterwegs gewesen. War das dann nur als Barpianist oder auch mit der Humorschiene? Das war ein Monat als Barpianist, ein Monat als Trio war ich auf der AIDA und jetzt gerade letztes Jahr im Herbst war ich als Kabarettist auch auf der AIDA. Okay. Also du hast schon ziemlich viel erlebt, Leute gesehen. Ich glaube, man muss ja mal den Alltag analysieren, wenn man das macht, was du machst. Und da sind wir jetzt gespannt auf deinen Song. Daniel Helfrich, vielen Dank. Ja, ich habe ein trauriges Lied. Ich muss dazu sagen, ich bin großer Kerzenliebhaber und aus meiner Kerzenfamilie ist letzte Woche die Vaterkerze gestorben. Und in Liebe und Dankbarkeit zu dieser Vaterkerze habe ich ein Lied komponiert und ich habe heute die Witwe mitgebracht. Die Witwe, das ist die Hilde. Und es fällt mir auch nicht einfach, dieses Lied zu spielen, denn Hilde und ich, wir sind eng miteinander verbunden. Meine Wohnung ist auch Hildesheim. Und Arne, es wäre nett, wenn du jetzt mal ein bisschen betroffen gucken könntest. Betroffen. Ich versuch's. Voller Rußschwärze erlischt die Duftkerze, hat lebenslang blendend geschuftet. Jetzt ist sie verduftet. Sie war arm, war abgebrannt, auch wenn der Schein trübt, oft verkannt. Sie hasste Pyromane und Timo war ihr Name. In seiner Jugend flackerte Timo noch ziemlich wilde. 98 im Adventskranz verliebte er sich in die Kerze Hilde. Ein romantisches Weihnachtsgefühl voller Liebe entstand. Immer wenn für Timo Hilde brannt. Timo wollt mit Hilde ausgehen und sein Docht war kerzengrad am Stehen. So machte er sie strahlend an. Sie schmolz dahin in seinem Bann. Und bei einem Candlelight-Dinner sagte Hilde, ich erinnere dich daran und das sind keine Phrasen. Ich mache alles versprochen außer Blasen. So wurde es heiß, beide waren wie Feuer und Flamme. Ein Kerzenstammhalter kam, sie verschickten Telegramme. Denn sie bekamen Nachwuchs, nen Sohn, sie nannten ihn Max. Der wurde schnell groß, denn seine Eltern sagten immer nur Max. Doch als Halbwaise muss Max leben, denn sein Vater starb soeben. Er erlag seinem Symptom, starb an Burnout-Syndrom. Und die Kapelle spielt als Trost für Frau und Kind.
He lived his life like a candle in the wind. Traurig und wunderschön und super gut, Daniel. Ich weiß, jetzt bist du selbst ein bisschen begriffen. Obwohl du wahrscheinlich den Song schon 500.000 Mal gespielt hast. Er nimmt dich selbst noch mit. Das ist wunderbar. Wenn man dich mehr sehen und hören möchte, du bist heute Abend in Hamburg. Ich bin am Samstag, morgen Abend in Hamburg. Ach so, morgen? Ja, ich spiele um 20 Uhr in Alma Hoppes Lustspielhaus und um 24 Uhr in der Mitternachtsshow im Schmitz-Tivoli. Schmitz-Tivoli, großartig, und Alma Hoppe das ganze Morgen. Daniel Helfrich, vielen Dank. Ich danke auch. So, und jetzt Zeit für die Hamburg-Nachrichten, liebe Zuschauer. Wir haben einen kleinen Themenwechsel und dann sehen wir uns gleich wieder zu Verkehr und Wetter.